zusammen, guten Mittag und willkommen zurück hier. Wir sind wieder auf der Saxonia unterwegs und ja, was machen wir heute? Ja, zum einen ist unser kleiner John Deere Gator schon wieder zurück von der Tankstelle Richtung Feld 11, um den Häcksler einmal zu betanken. Und wir werden uns jetzt hier mit unserem, was haben wir hier gerade, den TGS 26500, den MAN, einmal einen Autoload-Anhänger für Paletten holen. Es ist jetzt nochmal ein anderer geworden, wie ich eigentlich gedacht habe, aber der wurde von den Mappern empfohlen hier, also ja, und wir sind geblitzt worden, ja toll. Ne, auf jeden Fall, der ist empfohlen worden und dann würde ich sagen, testen wir den auch mal. Der ist allerdings, habe ich schon gesehen, recht teuer. Und zwar ist der hier bei den Anhängern dabei. Und zwar ist das hier dieser Krügel Flatbed. Ich habe mir gedacht, wir nehmen ihn in der Farming Simulator Auswahl. Und wir können den als Standard nehmen. Wir können ihn als Autoload XXS. Da musst du ja die Sachen draufheben oder als Autoload nehmen. Wir können Zwillingsbereifung, ist glaube ich ganz gut. Ja, nehmen wir einfach. Testen wir, gucken wir. Ich habe dafür eben schon mal Kredit aufgenommen, weil sonst wäre das gar nicht gegangen. So, das heißt, wir werden uns den jetzt mal ankuppeln. Und dann gucken wir mal, ob wir da die Bretterpaletten vom Sägewerk aufnehmen können. Ja, das hat mich recht. Da war der Punkt. Oh, da hat sich einer festgefahren. Da müssen wir erstmal kurz gucken. Ja, kann man machen. Da brauchen wir, glaube ich, mal ein bisschen Power in die Arme. So. Na komm. So, dann fahr du mal weiter. Ja, das ist, glaube ich, nicht optimal. Der Anhänger. Nee, das wird glaube ich nichts, oder? Warte mal. Nee, komm. Kollege, das wird definitiv nichts. Das heißt, wir können den trotzdem zu Feld 11 schon mal fahren lassen, weil AdBlue brauchen wir eh da drüben. Und dann, ja, guck mal, hier. Du fährst dann zur Tankstelle Shell. Wo war das? Shell-Tankstelle. So, jetzt aber gucken wir hier mal. Arbeitsmodus anschalten, Autoloader, Ballenwagen auf. Abdeckung öffnen, N. Aha. Und hier nochmal so. Das sieht schon mal gut aus. So, und wir können Paletten, quadratische Ballen, HD-Ballen, runde Ballen in verschiedenen Größen, Missionspaletten und Holzpaletten, Eierkartons, Baumwollmodule. Das hört sich doch alles gut an. Wir brauchen aber jetzt Holzpaletten und dann checken wir das gleich mal ab. Ich hoffe ja, dass das dann so funktioniert, wie es funktionieren soll. Autoload-Modus mit U anschalten. Ja, das ist wie bekannt. Das heißt, wir können das mal zumachen und steigen hier mal nach innen ein. So, da ist der Zug und wir müssen aber hier ins Sägewerk einbiegen. Ja, dann bin ich doch gleich mal gespannt, wie viele Paletten der kann, ob er das kann. So, das heißt, wir machen hier mal die Plane weg, machen U für Autoload. Ja, guck mal.
zweistöckig sogar. 16 Paletten soll der können. Gucken wir doch mal. Na gut, das sieht hinten jetzt ein bisschen blöd aus. Aber er lädt sie auf. Das ist ja die Hauptsache. So, kommt die eine auch noch. So, dann wird ja jetzt aber das Sägewerk, nee, das Palettenwerk ja richtig was zu tun bekommen. Heidewitzka. Aber ist ja sehr schön, wenn das so. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hilfe. Ah. Wenn das dann so funktioniert, ja. Perfekt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah. Mal gucken, ob wir da noch mal nacharbeiten müssen. Auf jeden Fall rauscht es, rauschen da Paletten rein. Ne, das sieht, glaube ich, gut aus. So, du bist unterwegs. Du auch. Das ist hier, ach hier, das war der Xerion. Ja. Hier warten wir. Hallo. Und ich glaube, die stehen ein bisschen weit hinten. Das heißt, die müssen wir mal da nach vorne wuchten. Damit das mal alles hier aufgenommen wird. So, na komm, weg mit euch. So, jetzt haben wir hier 60.000 erstmal drin. Ich glaube, da kannst du erstmal gut mitarbeiten. So, wie sieht's denn aus? Wo? Ach, du bist hier. Wo ist jetzt der Häcksler? Da kriegt er erst noch mal eine dicke Packung AdBlue verpasst. Und ja, dann gucken wir, dass wir eben auch den Sprit hier ranbekommen. Gut, ist zwar jetzt erst 48%, aber immerhin mal etwas. Dann müsst ihr zumindest das Feld hier fertig bekommen. So, du kannst dann erstmal irgendwo Hofanmeldung 2 und los geht's. Mal gucken, springt der vielleicht jetzt schon wieder an? Ah, er würde fahren, aber wir müssen halt auf den Diesel warten. Aber so lange könnten wir ja trotzdem schon mal weiter häckseln, bis wir den Axion gleich runter geschafft haben. So, das heißt aber, wir müssen dem hier drüben auch sagen, dass er jetzt auch wieder arbeiten darf. Ach. Du bist genau da, wo du hin solltest. So, das heißt für dich auch Feld 11. Und ich gib Gas. Da
Was ist hier wieder los? Hier läuft ja alles. Das heißt, wir müssten eigentlich gucken, dass wir hier die Hackschütze mal demnächst wegbekommen. Weil der ist jetzt bei 95%. Ja, haben wir zum Beispiel ein. Ja, wir haben das hier drin. Haben wir schon ein Pferdeband? Anders gefragt. Ich glaube aber nicht. Ne, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Kredit. Dann kaufen wir uns nämlich noch das Förderband. Wenn er dann mal gespeichert hat. Wir brauchen irgendwie, ja, so ungefähr. Förderband, das hier selbstverständlich in Glasfarben. Lass mich mal gucken. Das hier ist das Sägewerk 3. Wir müssten nämlich. Ja, du hast dich hier festgefahren und du hast ja auch noch schön Häckselgut hinten drin jetzt. Ja. Ne, was wollte ich sagen? Wir müssen den LKW, dem hier sagen, Sägewerk. Sägewerk, Sägewerk, Sägewerk. Ja. Holzverarbeitung. Sägewerk 2, Sägewerk 3 plus HH, Warteplatz. Gucken wir mal. Wir müssen zum Shop. Wir müssen mal ein kurzes Rennen mit dem Förderband fahren. Das ist ja das Schöne von der Hof Bergmann. Und das hat halt 43 km/h. So, der Arion steckt im Verkehr fest. Ja, kommt vor, ist mir aber jetzt sowas von egal. Wir haben eh schon so lange rumgehudelt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen einen Schlag reinhauen. Gucken, dass wir eben die Hackschnitzel aus dem Sägewerk einmal rausbekommen, weil das halt nicht gut, wenn das voll läuft, dann produziert es ja nicht mehr weiter. Und das wollen wir ja nicht. Ja, und dann eben immer noch gucken, dass wir das Häckseln mal fertig bekommen. Weil wenn ich gucke, wir haben es jetzt schon wieder 10.30 Uhr und wir sind dann noch nicht wirklich viel weitergekommen. So, also der Axion mit dem Diesel fährt noch, das ist gut. Der Häcksler fährt nicht, das ist nicht gut. Aber vermutlich, weil da einer der Abfahrer im Verkehr steckt. Bäh. Müssen wir uns alles gleich angucken. Und wir sollen halt nicht meckern, dass es nicht vorangeht, wenn wir selbst nicht gucken, woran es liegt. So, komm, dann lassen wir das mal hier stehen und dann geht's jetzt los. Aha. Gut, der ist da. Das heißt, wir können tanken fahren. Einmal voll machen, bitte.
Der Fahrer von TGS ist angekommen bei Sägewerk 3. Sehr gut. Gucken wir uns gleich an. So, es wird getankt. Kurz bis der voll ist. So, dann machen wir nämlich hier den Helfer wieder rein. Wir fahren den mal ein bisschen beiseite. Und ja, guck mal, da geht's weiter. So, ja, du bist richtig gefahren. Aber wir werden vorher vor dem das Förderband platzieren. So, Förderband. Hier läuft auch alles. Der fährt jetzt auch wieder. Gottlob. Ja, du musst einmal abkippen am Hof. Fermenter abladen. Das ist na klar nicht gut, dass du hier so Zeug drin hast. Oh, was haben wir denn hier Schickes? Zuckerrohr. Pro 8, das ist das Feld, wo diese Riesenmission ist. Ja gut, nee, danke. So, du machst hier den schönen Dreher, ja. Das sieht gut aus. Du fährst zurück. Das können wir erstmal lassen. Das bleibt. Ja, den. Den können wir mal zum Hof zurück beordern. Beziehungsweise fahren wir schnell selbst runter. Weil ich denke, dass der Xerion nachher dann erstmal pflügen muss. Hier haben wir definitiv Unkraut auf der 1. Das heißt, da müssen wir auch ran. Oh Gott. Wie ich es liebe. Aber ja, heute haben wir vielleicht ein bisschen mehr geschafft. Wir haben immerhin ein paar Sachen gekauft. Ja, ich würde sagen, wir sind damit aber dann doch erstmal wieder durch für heute. Morgen gucken wir dann mal, was wir noch so anstellen können. Ich hoffe mal, wie gesagt, dass wir irgendwann mal mit der ganzen Häckselaktion fertig werden. Aber ja, wie, ob und wann sehen wir dann? Reimt sich sogar. Cool. Nee, aber wie gesagt, das sehen wir, wenn es soweit ist. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss. Wir sehen uns morgen um 12 Uhr wieder.